Verständnis muss man etwas weiter zurückgreifen, weil Geschichte oder geschichtliche Entwicklung ist ja ein Kontinuum. Brüche kann man zwar in Geschichtsbüchern markieren, sind aber real nicht existierend, weil Politik wird ja auch von vielen Menschen gemacht und die haben nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen eine völlig andere Gesinnung. Und psychedelisch, die Seele erhellend, die Seele erleuchtend, Delos, das Licht, mehr Licht, das ist etwas, das klingt für jeden mal gut. Finsternis, das ist Hölle, Teufel, und mehr Licht, das ist Himmel, Annehmlichkeit. Das war in den 60er Jahren das, wie wir schon mehrfach hier gehört haben, aus den USA, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die wir häufig der Unkultur bezeichnen, dieses Land. Viele leiden ihren Anti-Amerikanismus aus der mangelnden Kultur in den USA ab. Aber gerade was Kultur anbelangt und was kulturelle Entwicklung anbelangt, gab es eine Zeit in den USA, da waren die für viele von uns wie Vorbild. Nicht die Regierungsamtliche, sondern was die Studenten, was die Künstler, was einige Intellektuelle propagierten, eine Politik der Ekstase gegen den Mief der Bourgeoisie, des Bürgerlichen und damit verbunden Bewusstseinserweiterung, was ja im Grunde genommen jede Bewusstseinserweiterung ist wie ein Schritt zur Erleuchtung, also psychedelische Substanzen als Hilfsmittel zur Erleuchtung. Da versteht man auch schnell, warum viele Gurus dagegen sind, gegen psychotrope Substanzen. Weil es ist wie Konkurrenz. Wenn die Leute nicht regelmäßig in Ashram kommen, da ihren Dollars oder Euros oder Franken abliefern, sondern mit viel weniger Geld bei ihrem Hausdealer ganz andere Erlebnisse sich für 5 Euro besorgen können, das ist nicht gut. Da kann man keine Macht drauf aufbauen, da kann man keine Geschäfte drauf aufbauen. Darum sind viele Gurus, auch Religionsgemeinschaften, Sekten, einfach mal dagegen. Oft wissen sie gar nicht, was es ist, aber sie sind dagegen. Aber es gibt immer Leute, die sind dafür. Für die ist mehr Licht, ja, die Vision von Bewusstseinserweiterung. Wobei ich hier betonen will, Bewusstseinserweiterung ist nicht etwas, das man hat, sondern Bewusstseinserweiterung ist etwas, das man tut oder ist. Das ist ein Verb. Man erweitert sein Bewusstsein. Das ist eine Art des Seins. Das ist nicht etwas, das man kaufen kann. Das ist nicht etwas, das man mal hat, weil man einen Workshop besucht hat und Enlightenment intensiv und tralala gelernt hat, sondern es ist die Art und Weise, wie man bewusst wahrnimmt, differenziert wahrnehmen. Das heißt, bevor wir uns direkt mit psychedelischen Substanzen beschäftigen, die die Wahrnehmung verändern durch irgendwelche kleinen chemischen Manipulationen in den synaptischen Spalten zwischen den Nervenzellen, vorwiegend im Gehirn, im Bereich des Thalamus, werden andere Wahrnehmungsmuster realisiert, weil die Assoziationsketten und die Verarbeitungsmechanismen im Gehirn sich leicht verändert haben. Doch wenn wir das richtig genießen wollen, wenn wir davon wirklich was haben wollen, dann ist es von Vorteil, sich schon vorher, vor der Einnahme psychotroper Substanzen, mit der Wahrnehmung zu beschäftigen, die Wahrnehmung zu sensibilisieren und ja, auch die Wahrnehmung zu genießen.